Willkommen zu einer neuen Woche voller interessanter Themen und Nachrichten. Herzlich willkommen zum Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal. Das sind die Themen, die wir heute für Sie im Programm haben. Unterstützung. Lions Club überreicht Scheck. Gewinnspiel. Computerservice Jungnicke verlost wieder Gutscheine. Und 10 Jahre Roland-Statur. Bürger aus Plötzky feiern ihren Roland. Unser erster Beitrag führt uns in die Moskauer Straße hier in Schönebeck. Denn dort fand das Herbstfest des Allgemeinen Behindertenverbandes in Sachsen-Anhalt statt. Und genau dieses Event nutzte der Lions Club Schönebeck, um eine ganz besondere Patenschaft zu übernehmen. Zum Herbstfest des Allgemeinen Behindertenverbandes Sachsen-Anhalt e.V. lud die Begegnungsstätte Haus Luise am vergangenen Donnerstag ein. Dieses Jahr wurde ein Seemannsfest gefeiert. Der Schönebecker Shantichor begleitete zum Punsch und guter Laune mit ihren kräftigen Stimmen den Nachmittag. Doch nicht nur dies war eines der Highlights. Der Bürgermeister Bert Knoblauch besuchte das Fest. Allerdings kam er nicht mit leeren Händen. Mit einem Check vom Lions Club für die Stuhlpatenschaften überraschte er die Begegnungsstätte Haus Luise. Doch was sind die Stuhlpatenschaften? Die Stuhlpatenschaften dienen dazu, die Betriebskosten unserer Begegnungsstätten zu decken. Das heißt, wir haben die Kosten, die die Begegnungsstätten verursachen, an Wasser, Strom, Abwasser und ähnlichen Dingen durch die Anzahl der Plätze geteilt. Und somit kommen wir auf Kosten von 70 Euro pro Jahr pro Stuhl. Und so eine Stuhlpatenschaft kann also für 70 Euro erworben werden, sodass wir die Betriebskosten dann davon bezahlen können und für die Besucherinnen und Besucher kostengünstige Angebote hier bereithalten können. Mit dem Lions Club Bad Salzämmen unterstützt der Bürgermeister verschiedene wohltätige Organisationen wie die Begegnungsstätte Haus Luise. Aber wie kommt es zu dieser Spende? Wir haben viele Projekte, die wir unterstützen, und das ist ein Projekt davon. Es ist so, dass sich Organisationen, Personen an uns wenden und um Unterstützung bitten. Wir dann im Lions Club beratschlagen, entscheiden, was wir unterstützen wollen. Und da ist Jugendarbeit, Seniorenarbeit, karitative Tätigkeiten, Hilfstätigkeiten natürlich in unserem Vereinszweck, Clubzweck entsprechend. Und deswegen, weil wir wissen, dass das Geld hier gut angelegt ist, war die Entscheidung nicht so schwer, dass wir uns wieder auch dafür entschieden haben. Nicht nur der Lions Club tut Gutes und unterstützt verschiedene Organisationen. Auch Sie können wohltätige Organisationen unterstützen. Es wäre daher schön, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Schönebecker Elbe-Kanal, wenn sich noch mehr Leute bereit finden würden, unsere ehrenamtliche Tätigkeit für die Senioren und Senioren hier in Schönebeck zu unterstützen und eine Stuhlpatenschaft für das kommende Jahr übernehmen. Sie erleichtern damit unsere Arbeit und bieten älteren Bürgerinnen und Bürgern ein Zuhause, kulturelle Anregungen und soziale Kontakte. Dankeschön. Sind auch Sie der Meinung, diese Stuhlpatenschaft ist eine tolle Idee und möchten auch eine übernehmen? Dann melden Sie sich doch einfach in der Moskauer Straße bzw. schauen im Internet unter Abisa einfach mal vorbei. Wir machen weiter mit unserem Gewinnspiel zum Computerservice Bernd Jungnickel. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Notwendige Ersatzteile werden nach Absprache bestellt und verbaut. Softwareinstallation, Netzwerkeinrichtungen und Wunsch-PC-Erstellung sind ebenfalls kein Problem. Kompetente und freundliche Beratung, lösungsorientiert und das Ganze zu angemessenen Preisen. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. In dieser Woche zum vorerst letzten Mal haben Sie die Möglichkeit, hier wieder einen Gutschein zu gewinnen für einen Systemcheck. Hier kommt Sie die Gewinnfrage. Der Computerservice Jungnickel verlost in Zusammenarbeit mit dem Elbe-Kanal 100 Gutscheine für einen kostenlosen Systemcheck im Wert von 29,95 Euro. Wenn Sie einen dieser Gutscheine gewinnen wollen, rufen Sie an und beantworten Sie folgende Frage richtig. Was benötigt man zum Drucken am PC? Ist es A, das Papier,
oder B, die Papaya? Wenn Sie die richtige Lösung haben, rufen Sie an unter 03928 40 57 70. Wir drücken Ihnen die Daumen. Wie bereits angekündigt, in dieser Woche die vorerst letzten Möglichkeiten, diesen Gutschein für einen Systemcheck zu gewinnen. Dann kurz vor Weihnachten gibt es wieder weitere Möglichkeiten. Also vielleicht in dieser Woche einfach noch mitmachen. Die Frage ist nicht allzu schwer. Weiter geht es hier bei uns jetzt im Programm mit den Kurznachrichten. Was in den letzten Tagen alles so passiert ist hier bei uns in der Region, haben wir für Sie in den Kurznachrichten zusammengefasst. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Am vergangenen Donnerstag, den 15. Oktober, traf sich der Wirtschaftsausschuss zu einer weiteren Sitzung. Auch Oberbürgermeister Bert Knobloch war zugegen, um sich über die aktuellsten Themen rund um die Schönebecker Wirtschaft zu informieren. Gegenstand der Abstimmungen und Diskussionen waren unter anderem verschiedene Bebauungspläne und Flächennutzungen sowie ein Kleingartenentwicklungskonzept. Ab dem 17.10.2015 bis zum 25.10.2015 ändern sich aufgrund der Oktoberferien die Öffnungszeiten in der Volksschwimmhalle in Schönebeck. Trotz der Veränderungen bei den Öffnungszeiten werden nach wie vor Aktivitäten wie die Aquafitness und Wassergymnastik in den kleinen und großen Becken angeboten. Des Weiteren ist die gesamte Schwimmhalle am 7.11.2015 ganztägig für Besucher geschlossen. Grund dafür ist eine Sportveranstaltung. Für nähere Informationen bezüglich von Änderungen der Öffnungszeiten in den Ferien entnehmen Sie bitte der Internetseite schönebeck.de/Volksschwimmhalle. Sie sind putzmunter, haben Humor, erzählen wie ein Wasserfall und reisen unheimlich gern. Vielleicht war genau dies das Rezept fürs Leben und Zusammensein von Helga und Alfred Blesing aus Schönebeck. Die beiden feierten jetzt ihre eiserne Hochzeit, 65 gemeinsamer Ehejahre. Persönliche Glückwünsche gab es von der stellvertretenden Oberbürgermeisterin Gisela Schröder. Das städtische Fundbüro an der Grabenstraße in Schönebeck muss vom 19. bis 23. Oktober aus organisatorischen Gründen geschlossen bleiben. Darüber informierte Stadtsprecher Hans-Peter Wannewitz. Betroffene und Bürger werden gebeten, Fundangelegenheiten in dieser Zeit im Bürgerbüro in der Friedrichstraße 117 zu klären. Es wird um Verständnis gebeten. Das schöne und zugleich seltene Fest der Goldenen Hochzeit feierten Helmut und Margit Krabel am 9. Oktober 2015 in Schönebeck. Die stellvertretende Oberbürgermeisterin Gisela Schröder ließ es sich am Freitag nicht nehmen, persönlich zu gratulieren. Die Damenmannschaft des Schönebecker SV 1861 freut sich bereits zum zweiten Mal über die Unterstützung der Overbeck Termintransport GmbH und Co. KG. Das in Barbie ansässige Transportunternehmen unterstützt die Rot-Weißen auch in dieser Saison mit einem neuen Trikotsatz. Torhüterin Jana Ebeling bedankte sich im Namen der ganzen Mannschaft und hofft auf eine gute Saison. Am Mittwoch wurde im Heimattiergarten auf dem Bierer Berg eine neue Tierpatenschaft abgeschlossen. Der 10-jährige Peter aus Brühl bekam die Patenschaft einer Schleiereule von seiner Oma Annchen für ein Jahr geschenkt. Derzeit findet auf der alten Elbbrücke wieder eine Baustelle statt. Im Rahmen der Erneuerung der Fahrbahnübergänge und dem Aufbringen von Korrosionsschutz ist die alte Elbbrücke halbseitig gesperrt. Die Überfahrt wird durch eine Ampelschaltung geregelt, wodurch mit einem minimalen Zeitverlust bei der Überfahrt zu rechnen ist. Die Baustelle wird voraussichtlich bis Juli 2016 dauern. Aufgrund von Bauarbeiten erfolgt eine Sperrung des öffentlichen Parkplatzes im Breiteweg 10. Die Zufahrt zum Deutschen Roten Kreuz ist daher vom 12. Oktober bis voraussichtlich 20. November 2015 nicht befahrbar. Es wird um Verständnis gebeten. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Soweit die Kurznachrichten für die heutige Montagsausgabe. Gleich nach der Werbung geht es weiter mit dem Gewinnspiel zum Medium der Woche. Wir blicken auf die Veranstaltungshinweise und möchten Ihnen auch noch das Rolandfest in Plötzky präsentieren. Also gleich geht's weiter. Seit
Seit über 20 Jahren ist die Care Service GmbH Ihr kompetenter Partner für ambulante Pflege und betreutes Wohnen. Care Service, Ihr Pflegedienst mit dem Schmetterling. Die gemütliche Jahreszeit beginnt und auch bei uns gibt es weiterhin Leckeres zum Schlemmen. Ob frische Weißwurst, Schweizer Wickelbraten oder hausgemachte Salate und jetzt wieder da Heringssalat. Entdecken auch Sie unsere umfangreiche Theke. Genießen Sie auch unsere küchenfertigen Produkte wie Frikassee, Gulaschsuppe, Soljanka und jetzt wieder da Grünkohl. Kundenparkplätze, Bonuskarten und immer freundliche Beratung. Fleischerei bringt man, weil es nicht Wurst ist, wo man Wurst isst. Schon gehört? Die Stadtwerke Schönebeck haben Geburtstag und Sie bekommen die Geschenke. Holen Sie sich jetzt die Jubiläumsprodukte SWS Festpreis Gas und SWS Jubistrom. Ihre Vorteile? Preissicherheit bis 2017 und attraktive Laufzeitrabatte. Informieren Sie sich jetzt im Stadtwerkehaus oder über Telefon unter 03928 788 688. Trotz Baustellenumleitung sind wir für Sie da. R&E Autopflege und Service in der Geschwister-Scholl-Straße in Schönebeck. An- und Verkauf, Kreditablösung und Reinigung aller Art. Unsere Aktionswochen, 10% Rabatt bei einem Auftragsvolumen von 100 Euro und satte 20% bei 200 Euro. R&E Autopflege, wir machen, dass es sauber ist. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Schnitzelfleisch 100 Gramm zu 55 Cent, frische Rippchen 100 Gramm zu 25 Cent, Gyrospfanne 100 Gramm zu 55 Cent, Räucherfilet 100 Gramm zu 1 Euro und in dieser Woche Kochschinken 100 Gramm zu 1 Euro. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Greenline bietet Ihnen die zuverlässige Lieferung von Strom und Gas. Profitieren Sie mit Ihrem Wechsel über die gesamte Produktpalette von Greenline. Nehmen Sie unser Angebot wahr und sparen Sie bis zu 3 Cent pro Liter Kraftstoff an unseren Tankstellen. Jetzt wechseln und sparen unter www.greenline.de. Quack, quack, be green. Brötchen, Brote, Kuchen und einzigartige Torten. Bäckerei Ketzer, Tradition seit 1894. Unsere Angebote in dieser Woche. Ab sofort haben wir für Sie alle Gebäcksorten wie zum Beispiel Plätzchen im Angebot. Sowie Schnittbrötchen 5 Stück zum Dauertiefpreis von nur 1 Euro. Auch unser winterliches Hoffest dürfen Sie am 7.11.2015 in der Zeit von 10 bis 17 Uhr nicht verpassen. In unserer Filiale in der Lessingstraße 38 genießen Sie frisch gebackenes Winterbrot, Glühwein, Stollen, Gebäck und vieles mehr. Besuchen Sie uns, Ihre Bäckerei Ketzer. Die neue Kollektion ist da, bei Ihrer Firma Kilz. Auch wenn die Weihnachtszeit noch nicht vor der Tür steht, bei uns können Sie schon jetzt schöne Weihnachtsdekorationen für Ihren Gabentisch kaufen. Und für die Disney-Fans haben wir ein ganz besonderes Angebot. Tolle Disney-Figuren im üppigen Sortiment. Da ist für jeden etwas dabei. Ein Geschenk, bei dem nicht nur Kinderaugen ganz groß werden. Besuchen Sie uns jetzt am Markt 4 bis 5. Kilz, Ambiente für Tisch und Küche. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Wir freuen uns auf Sie. Besuchen Sie uns im Kundenzentrum Energiebündel in der Schönebecker Karl-Marx-Straße 18. Wir bieten Ihnen mehr als Erdgas und Strom. EMS – Energie mit Service. –
Die Fleischerei Sinnig in Schönebeck überzeugt durch ihr unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben unserer frischen Theke finden Sie bei uns auch Großpackungen für Ihre nächste Feier sowie verschiedenes Grillgut für einen gelungenen Abend. Unsere Angebote der Woche sind Gehacktes für 2,99 Euro das Kilo und Nacken für 2,22 Euro das Kilo. Besuchen Sie uns in der Schönebecker Steinstraße 7-9. Ihre Fleischerei Sinnig. Andere machen sauber, wir reinigen gründlich. Ihre Gebäudereinigung Nico Peters. Telefon 0152 232 0353. Ihre Greenline-Tankstelle in der Magdeburger Straße. Wir bieten Ihnen alles für Ihr leibliches Wohl. Ob Frühstück mit unseren Kaffeespezialitäten, Brunch oder Mittagstisch. Bei Greenline findet jeder leckere Angebote. Auch in unserer Lounge können Sie entspannen und von 11 bis 22 Uhr warme Mahlzeiten bestellen. Quack, quack. Be green. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück aus der Werbung. Schön, dass Sie weiterhin mit dabei sind. Sie schauen das Regionalmagazin am Montag, dem 19. Oktober. Wir blicken nun nach Plötzky, denn dort fand es statt, das große Roland-Fest anlässlich der neuen Roland-Figur bzw. des Aufstellens des neuen Schmuckbaumes waren wir natürlich für Sie vor Ort. Roland-Fest. In Plötzky wurde ein Volksfest anlässlich der Neuaufstellung des Rolandes vor 10 Jahren am 3. Oktober 2015 gefeiert. Zu Beginn des Festes trafen sich Mitglieder des Plötzkyer Heimatvereins, Pfarrer Michael Seils aus Gommern, Oberbürgermeister der Stadt Schöneberg Bert Knobloch sowie Einwohner aus Plötzky und Umgebung in der Plötzkyer St. Maria Magdalena Kirche. Hier wurde das Rolandfest mit Grußworten und einem Orgelkonzert von Professor Matthias Eisenberg Punkt 10 Uhr begonnen. Zum Programm des Konzertes gehörten unter anderem Stücke von Johann Sebastian Bach, wie beispielsweise Jesus bleibet meine Freude oder von Georg Friedrich Händel Er weidet seine Herde. Nach den wohlklingenden Tönen der Orgel folgte ein Schalmeiumzug in Richtung des historischen Rolands. Doch vor der Kirche versammelten sich bereits zahlreiche Gäste. Dabei haben sich Kinder wie ihr Vorbild mit Schwert und Schild verkleidet. Für die Besucher war das ein einzigartiges Zusammentreffen. Mit der musikalischen Führung des Kleinmühlinger Schalmeienorchester 1979 e.V. ging es dann gemeinsam zum Roland. Angekommen begaben sich die Rolande der Partnerdörfer auf ihre Position. Es folgte ein kleines Programm der Kita Plötzky mit Tanz und Gesang. Anschließend bekamen die Gäste des Rolandfestes einen Überblick über die Roland-Geschichte. Hier stellten die Vertreter der umliegenden Rolandorten ihren Roland vor und gewährten dabei interessante Informationen über die Geschichte des Rolands. Wilfried Kiske, Vorsitzender des Heimatvereins Plötzky aus Elbien e.V.,
und am Rolandfest als Plötzkyer Roland unterwegs, erklärte, welchen Anlass es an diesem Tag genau zum Feiern gab und was es mit den Verkleidungen auf sich hat. So, unser Roland steht heute in der dritten Generation seit 10 Jahren hier wieder in Plötzky. Das ist ein Ziel gewesen, Heimatverein, unsere Geschichte erkennbar und anfassbar zu gestalten. Und vor 10 Jahren, am 1.10.2005, haben wir den Roland aufgestellt. Und dieses Ereignis wollen wir heute nochmal feierlich begehen. Denn 25 Jahre Deutsche Einheit ist ein wichtiger Fakt dabei, denn der Roland ist auch eine Einheitsfigur, symbolisiert die Einheit. Ja, wir wollen nach Möglichkeit in unserer Verkleidung immer den Roland symbolisieren. Und da ist diese Stücke, die wir tragen, ganz unterschiedlich. Wenn man den Roland einschätzen will, dann muss man die Dorfgeschichte oder die Ortsgeschichte kennen. Und nur so kann man auch sagen, warum und weshalb diese Verkleidung und diese Symbole. Umrahmt wurde das Rolandfest mit einer Fotoausstellung rund um den Roland, mit einer Videovorführung zum Thema und zum Wirken des Heimatvereins, mit einem Quiz sowie mit einem bunten Kinderprogramm. Bei der Heimatstube Plötzky wurde dann noch bei Speis und Trank das Rolandfest weitergefeiert. Und auch heute gibt es wieder eine zweite Gewinnchance, diesmal auf unsere Bravo Hits 91, das Medium der Woche, wie immer präsentiert vom E-Center Schönebeck. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Möge die Macht mit euch sein, die Macht der Musik. Zum 91. Mal schicken die Bravo Hits alle Fans und Musikliebhaber auf eine interstellare Reise durch die aktuellen Highlights des musikalischen Universums. Auch Bravo Hits 91 ist vollgepackt mit kosmischen Neuentdeckungen, die die Erdbevölkerung in dieser Saison in Bewegung bringen. 44 Hits, gepackt auf 2 CDs, sorgen für einen optimalen Start in den Herbst. Das gewohnt galaktische Marketing wird dafür sorgen, dass auch die Volume 91 längere Zeit auf Platz 1 leuchten wird. Mit Hits wie Astronaut von Sido und Andreas Burani, Lieblingsmensch von Namika und Ghost Town von Adam Lambert wird die Bravo Hits 91 sicher wieder in den Top 10 der Charts landen. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Auch Sie möchten die Bravo Hits 91 gewinnen? Dann machen Sie doch mit beim Gewinnspiel und beantworten mir folgende Frage. Welcher ostelbische Ortsteil von Schönebeck feierte denn in den zurückliegenden Tagen das Rolandfest? Ich bin mir sicher, Sie wissen die Antwort. Wenn ja, dann ran ans Telefon, die 405770 gewählt oder eine E-Mail an info@elbemedien.de geschickt. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge. Die Gewinner geben wir dann am Freitag bekannt. Dass so langsam aber doch sicher der Winter kommt, zeigen nicht nur die Temperaturen, sondern auch zahlreiche Veranstaltungen. So veranstaltet unter anderem die Bäckerei Ketzer hier in Schönebeck wieder ihr allzeit beliebtes Hoffest. Zum Expertenabend Sanfte Medizin lädt das BKK-VBU am 22. Oktober ab 18.30 Uhr ein. Dabei informieren Sie Fachleute kostenlos darüber, welche Methoden es der alternativen Medizin sowie Möglichkeiten und Grenzen der Homöopathie gibt. Der Infoabend findet in der Friedrichstraße 90a in Schönebeck statt. Anmelden können Sie sich unter 0391 50 64 93 90. Das Deutsche Rote Kreuz hat für Schönebeck einen weiteren Blutspendetermin bekannt gegeben. Allen Spendern wird am 22. Oktober in der Zeit von 16 bis 20 Uhr die Möglichkeit gegeben, Blut zu spenden. Die Räumlichkeiten werden von der Grundschule Dr. Tollberg in der Wilhelm-Helge-Straße 77 zur Verfügung gestellt. Am Freitag, den 23. Oktober, findet zum wiederholten Male das abendliche Schausieden statt. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr am Kunsthof Bad Salzelmen.
Nach einem kurzen Rundgang durch den Kurpark erhalten die Besucher im Salzsiedehaus einen Einblick in die kleinen und großen Geheimnisse der mittelalterlichen Salzsiedung. Eine weitere Möglichkeit, sich dieses Spektakel anzuschauen, wird allen Interessierten am Sonntag, den 25. Oktober von 14 bis 17 Uhr geboten. Treffpunkt für das Schausieden am Sonntag ist ebenfalls der Kunsthof Bad Salzelmen. Motocross am Hummelberg. Am 24.10.2015 findet von 11 bis 16 Uhr eine Motorradgeländefahrt rund um den Hummelberg über einen 9 Kilometer langen Kurs statt. Sie als Zuschauer sind recht herzlich zu diesem Event eingeladen. Veranstalter ist der MSC 1959 Schönebeck e.V. Die BKK VBU lädt zu einem Infoabend am 29. Oktober ab 18.30 Uhr ein. Unter dem Motto "Nur das Beste für Ihr Kind" können Sie kostenlos von Experten zum Thema Homöopathie informiert werden. Unter anderem wird informiert über alternative Heilmethoden für Eltern und Kind und die richtige Anwendung während der Schwangerschaft. Der Infoabend findet in der Friedrichstraße 90a in Schönebeck statt. Um Anmeldung wird gebeten unter 0391 50 64 93 90. Am Sonntag, den 31. Oktober, lädt der Vogelverein Gut Hohl zur 24. Landesschau ein. Eröffnet wird die Schau um 10 Uhr im Dr. Tollberg-Saal. Auch am darauffolgenden Sonntag, dem 1. November, ist die Landesschau ausgerichtet. Die Bäckerei-Konditorei Ketzer lädt am 7. November 2015 in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zu einem winterlichen Hoffest ein. Es erwarten Sie frisch gebackenes Winterbrot, Glühwein, Stollen und vieles mehr. Bei Ihrer Bäckerei Konditorei Ketzer in der Lessingstraße 38 in Schönebeck. Und sportlich geht es natürlich auch daher am kommenden Wochenende auf dem Hummelberg, denn dort veranstaltet der Motocross-Verein hier in Schönebeck wieder die rund um den Hummelbergfahrt. Also auch dieses Event ist sicherlich für Sportbegeisterte einen Besuch wert. Das Wetter, sehr geehrte Zuschauer, das fehlt noch zum Ende des heutigen Regionalmagazines. Die Woche, das darf ich Ihnen schon verraten, wird so bleiben, wie sie am heutigen Montag war. Verregnet, kühl, nass, aber das Wochenende verspricht wieder Besserung. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Das Wetter der kommenden Tage wird wechselhaft. Am Dienstag beginnt der Tag mit leicht bewölktem Himmel. Doch schon ab den Mittagsstunden herrscht bei einer Temperatur von 10 Grad leichter Regen. Die Tageshöchsttemperatur beträgt 10 Grad und am Abend werden es 8 Grad. Mittwoch bleibt es dann trocken. Bereits in den Morgenstunden ist der Himmel nur leicht bewölkt und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt maximal 30%. Die Tageshöchsttemperatur liegt hier bei 12 Grad und am Abend werden es 9 Grad. Donnerstag herrscht dann den ganzen Tag über leichter Sprühregen. Auch hier sollten Sie den Regenschirm nicht vergessen. Die Tageshöchsttemperatur beträgt 14 Grad und am Abend werden es angenehme 11 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Somit blicken wir also zuversichtlich zum kommenden Wochenende, wo das Wetter wieder besser sein soll. Bis dahin haben wir natürlich noch zwei Sendungen für Sie hier im Programm. Dazu darf ich Sie an dieser Stelle wie immer recht herzlich einladen. Ihnen einen wunderschönen Abend. Bis Mittwoch, Ihr Christian Kolbe.